Nicht mehr lange, Barnabas. Wachsam, Torgal. Turm. Er lebt. Selbst die Böden, was sie wollen. Yeah.
ich Barnabas. Wohin würde ich gehen? Nach oben. Um auf die Welt herabzuschauen. Dem wird es wie dem Rest ergehen. Hoffentlich gibt's nicht mehr davon. Ja.
zurück mehr. Thank you.
Torbe. Hier muss ich hoch. Ist hier. Ich spüre es. Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt.
Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer Geburt an, gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette, als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du, das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen, denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüssel, Mythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Wenn du meinst, dann komm.
meines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht dein Ende sein, sondern die Schwäche deines. Deinen Willen für stärker? Beweise es. Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Ja. Falschen Hoffnung fest, aber es gibt keine. Scheiße! Schon in Bedrängnis? Den Weg zur Erlösung. Nun musst du ihm folgen. Befreie dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Deine Hybris wird dich noch teuer zu stehen kommen. Ja.
hast schon verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Hast du deine Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Und so endet es! Nein! Bist du etwa schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens, ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Beweise deinen Wert, Mythos! Ich will an dir verbrennen! Yeah!
euch am ewigen Frieden, der euren Seelen naht. Woher willst du wissen, dass diese Erlösung kommt? Wo ist der Beweis? Du bist der Beweis, Mythos. Existenz allein ist Zeugnis des göttlichen Plans unseres Herrn. Willst du seine Macht denn nicht erfahren? Mein Herz sinkt. Wie an den Tag, als ich mir Ascha nahm. Bereits nach meiner Krone getrachtet, Mythos. Doch keiner hat sie mir vom Haupt nehmen können. Komm! Hast du die Kraft? Hast du den Willen? Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rossfield!
Stärke im Willen. Hätte ich den meinen nur nicht aufgegeben. Du hast ihn nicht aufgegeben. Dein Wille hat deinen Wunsch nach einer neuen Welt geweckt. Du wolltest dich deinem Herrn beweisen. Ich... Er hat dir eine Illusion gezeigt. Und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist es wert, gerettet zu werden. Dafür töten wir auch einen Gott. Herr Worte. Von dir, der dem Herrn so sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel zu machen. Unseren Zweck erfüllen. Genauso wie seine Mutterkristalle den ihren erfüllt haben. Komm, Clive Rothfield! Nimm, was nur dir zusteht! Verschmelze mit Gott! Nein! Die Erlösung, sie ist hier. Ich komme zu dir, Mutter. Sag, wie fühlt es sich an? Wo steckst du? Zeig dich mir! Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laben? Mit jedem zaghaften Schritt näher, näher der Göttlichkeit. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als ein Leib. Unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt? Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen, wo alles enden und neu beginnen wird. Ah!
Weg hier! Schnell, Milord! Hier rein! Stadt von Akathischen überrannt! Was weiß ich? Frag sie doch, verdammt! Seit wann schlägt Eugen Havel denn zurück, wenn es zum Kämpfen gilt? Seit die mir meinen verdienten Rang genommen und mich von der Front verbannt haben! Ihr wollt euch wachen! Jetzt stecke ich hier in einer brennenden Stadt fest, während meine Frau mit einem Kerl abhaut, der halb so alt ist wie ich! Und dann kreuzst du auf! Was zum Henker willst du hier? Frage. Mit den Orks zusammen sind da draußen gut 200.000 Feinde. In der Hauptstadt sind nicht genug Soldaten stationiert, um eine Armee von dieser Größe zurückzuschlagen. Und die Zentralfeste? Wird von Soldaten und Trägern aus den umliegenden Siedlungen gehalten. Sie sind der einzige Grund, dass sie noch steht. Und es bedurfte nur einer Invasion, damit sie zusammenfinden. Angst vor dem Tod schafft auf die rechte Perspektive. Ja, Perspektive. Vielleicht hat die auch uns gefehlt. Besseres zu tun, als für nichts zu sterben. Dann habt ihr sogar schon was gemein. Greif kämpft für das Gegenteil. Er kämpft für eine Welt, in der niemand umsonst sterben muss. Und er kämpft heute für die Hoffnung auf ein besseres Morgen. Mag ja schon stimmen, aber eine Handvoll Soldaten kommen nicht gegen ein Königreich an. Vielleicht habt ihr auch nur die falschen Männer. Ich muss wohl träumen. Wir sind nicht viele. Doch ich entsende so viele Dragoons, wie ich nur kann. Du, unterrichte Lord Havel über die Lage draußen in der Stadt. Jawohl, Hoheit. Und ihr wollt für uns kämpfen? Ich stehe in des Phönix Schuld. Das spricht für meine Neffen, oder? Ja, aber was dich angeht, habe ich noch Zweifel. Leg die fürs Erste beiseite. Na gut. Du sagtest, du hättest Männer in der Feste? Kannst du uns sagen, wie viele es noch sind? Einen Moment bitte. Kommandant? Egal wie viele. Randela kann keinen davon Sammelt entbehren. Unsere Männer. Wir rücken aus. Los. Terence. Milord? Hier findest du ein Mädchen. Aber... um uns herum tobt ein Krieg. Ich verdanke ihr mein Leben. Diese Schuld muss ich begleichen. Sorge dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Dion, ich kann nicht gehen. Aber du musst. Will ich je hoffen, die Vergebung unseres Volkes zu erlangen, muss ich sie mir verdienen. Und das muss ich aus eigener Kraft schaffen. Nur meiner allein. Wisse, dass diese Bitte mich zerreißt.
Weise, dass ich ihr folge. Lebe wohl, Taros. Lebe wohl, mein Prinz.